Fragen an den Autor. Heute Erich Fromm zu dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wer wie ich Sonntag für Sonntag und nun schon beinahe 6 Jahre lang mit Autoren zu sprechen hat, der liest so viele Bücher, wie es Wochen gibt und noch einige dazu. Das ist nicht gerade leicht und schon gar nicht immer angenehm. Vor wenigen Tagen erst schickte uns die Deutsche Verlagsanstalt das erste Exemplar der deutschen Ausgabe eines Werks, das schon im vergangenen Jahr auf dem amerikanischen Markt erschienen ist. Anatomie der menschlichen Destruktivität von Erich Fromm. 473 Seiten dick, voll teils schwieriger, immer aber herausfordernder, fesselnder Überlegungen des bedeutenden Psychoanalytikers und Sozialphilosophen, der 1900 in Frankfurt geboren, 1933 nach Amerika ging und seitdem dort arbeitet. Das neue große Buch von Erich Fromm stellt den Leser vor Aufgaben. Wer sich nie mit den Entdeckungen und Spekulationen der Psychoanalyse beschäftigte, wird manchmal nur ahnen, wovon die Rede ist. Und dennoch gelingt es Erich Fromm, dem Neo-Freudianer, wie er genannt wurde, und engagierten Gesellschaftskritiker, gelingt es ihm, durch eine Fülle empirischen Materials stets anschaulich zu bleiben. Bei der Lektüre Fromms hatte ich nicht selten den Eindruck, als stünden hier in meisterlicher Formulierung gelegentlich meine eigenen, nicht recht vergorenen Gedanken nun plötzlich ganz klar vor mir, als hätte ich sie soeben durch die Geburtshelferdienste des Autors zur Welt gebracht. In Wahrheit ist diese Empfindung wohl nichts anderes als die Frucht mehr als 40-jähriger psychoanalytischer Arbeit des Autors, eines Dienstes am therapeutischen Partner, dem der Analytiker in geduldiger Bemühung zu einer volleren Reife seiner Persönlichkeit verhelfen möchte. Nun versuchen wir heute Morgen gemeinsam ins Thema Destruktivität einzudringen, in einen Begriff, der mit Grausamkeit und Lust an der Zerstörung verbunden ist. Woher kommt's nun, Professor Fromm, dass der Mensch als einziges Lebewesen seiner eigenen Artgenossen ohne biologischen oder ökonomischen Grund tötet und quält und dabei noch Befriedigung empfindet? Was hat's eigentlich auf sich mit der bösartigen Form der Aggression, das ist der Destruktivität? Ist sie uns nun eigentlich angeboren? Ist sie nichts anderes als die Pervertierung eines im Grunde sinnvollen und zum Überleben befähigenden Aggressionstriebes, wie das beispielsweise Konrad Lorenz meint? Ja, da glaube ich, muss man sich ganz kurz mit den Theorien von Lorenz auseinandersetzen. Die Theorie von Lorenz sagt ja zwei Dinge. Einmal, alle Aggression ist angeboren. Das heißt, wenn ich jemanden töte, der mich angreifen will, aber auch der Lustmord, aber auch die Quälerei, der Sadismus. Aber da ist noch ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist. Die Aggression ist nicht nur angeboren, sondern sie ist auch sich selbst steigernd. Es ist ein Trieb, und das ist ähnlich gedacht wie bei Freud, wie Freud über die Sexualität denkt, der sich ständig verstärkt, wächst, bis er so stark wird, dass er sozusagen explodiert wie ein Dampfkessel, wo der Dampf nicht sonst heraus kann. Und diese Idee wendet nun Lorenz an, sowohl auf die Aggression, auf alle Aggressionen. Nun, die Frage ist hier, ob er damit Recht hat oder nur zum Teil Recht hat und in welcher Beziehung er damit nicht Recht hat. Dem steht nun gegenüber eine ganz entgegengesetzte Theorie, nämlich die heute vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, aber auch in der Sowjetunion populärste psychologische Theorie, der sogenannte Behaviorismus. Also eine Verhaltenslehre. Die Verhaltenslehre. Nun, die Verhaltenslehre, die sagt etwas, was ähnlich ist wie Lorenz, nämlich die spricht auch von aller Aggression, die macht auch keinen Unterschied. Die sagt aber nun, alle Aggression ist nicht angeboren, sondern sie ist konditioniert. Nun, ich will mit einem Wort sagen für diejenigen Hörer, die diese Theorie nicht kennen, das sind ja wohl sehr viele, denn es ist meistens eine Theorie, die nur an Universitäten gelehrt wird. Ein kleines Beispiel, wenn der kleine Hans keinen Spinat essen will und die Mutter bringt den Spinat auf den Tisch und wenn der kleine Hans einen Löffel isst, dann sagt die Mutter, ach, ist das nicht schön? Und dann kriegt er sogar noch hinterher ein extra Dessert. Nun, wenn das systematisch so erfolgt und das mit Geschick immer weiter geführt wird, dann wird der kleine Hans zum Schluss den Spinat lieben.
Das heißt, er hat dann einen sozusagen Spinattrieb bekommen, der aber nicht in seiner Natur liegt, sondern der einfach hervorgerufen ist durch ein geschicktes System von Einflüssen, von Belohnungen oder, wenn Sie so wollen, auch von einer ständigen Form der Korruption und der Bestechung. Aber wie erklärt sich nun nach dieser Theorie das Phänomen der Aggression beim Menschen? Wie erklärt das der Behaviorismus? Ja, die erklärt es so, dass sie sagt, ja, in einer Gesellschaft wird die Aggression belohnt. Das heißt, der Mensch wird aggressiv, zum Beispiel, wenn er in jugendlichen Gangs, in kleinen Gruppen von jungen Menschen, wenn da es als besonders lobenswert gilt, wenn jemand sehr aggressiv ist, ein junger Mensch, oder sogar zum Verbrecher wird, dann wird er eben deshalb das entwickeln, weil er dafür belohnt wird, nicht notwendigerweise materiell, aber doch durch Anerkennung und so weiter. Und es würde eben nach dieser Theorie ganz von den gesellschaftlichen Prämien abhängen, welchen Grad von Aggressivität die Gesellschaft im Allgemeinen erreicht. Mhm. Was die Theorie natürlich nicht erklärt, ist die vielen Ausnahmen. Das heißt gerade, dass es so viele Menschen gibt, die trotz aller Bestechungen und trotz aller systematischen Belohnungen eben sich nicht so verhalten, wie das eigentlich intendiert ist. Mhm. Es essen eben nicht alle kleinen Hänschen den Spinat, weil die Mutter freundlich lächelt, sondern es gibt eine ganze Reihe, die den Spinat nicht essen. Und das sind die Jungs, die, wie man sagen will, später zeigen, dass sie einen Charakter haben, dass sie nicht so leicht bestochen werden. Ich würde sagen, der Behaviorismus, die Verhaltungslehre, beruht auf der Theorie, dass jeder Mensch bestechlich ist, weil nämlich sein Egoismus das einzige Motiv ist, was ihn leitet. Professor Fromm, stehen Sie also zwei Theorien gegenüber. Die eine könnte man, die zuletzt genannte, könnte man bezeichnen mit Milieutheorie und die andere vielleicht mit einer Instinkt- oder Triebtheorie. Und das ist nun interessant. Sie haben niemals in Ihrer Arbeit, in Ihrem Leben sich beschränkt auf das, was man so rein psychologische, psychoanalytische Fragestellungen nennen könnte, sondern Sie haben immer sich bemüht, auch gesellschaftliche Hintergründe zu erhellen. Das geschieht auch in Ihrem neuen Buch in einem Kapitel. Wie kann man nun etwa den gesellschaftlichen Hintergrund dieser Milieutheorie kennzeichnen? Ja, die geht eigentlich zurück auf die Aufklärung. Denn da hat man zum ersten Mal gesehen, dass viele nicht nur Ideen, sondern auch Leidenschaften und Triebe nicht gottgewollt sind, nicht naturgegeben sind, sondern tatsächlich das Resultat sind gesellschaftlicher Verhältnisse oder, wie man damals geglaubt hat, der Erziehung. Sodass man geglaubt hat, einfach alles, was den Menschen treibt, ist durch die Erziehung bedingt. Man ist sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist radikal nur eine der verschiedenen Erziehungen. Aber psychologisch gibt es da überhaupt keine Unterschiede. Nun, einige der modernen Frauenrevolutionäre, die sagen das ja auch, obwohl, wie ich glaube, sie eigentlich nur meinen, die Frauen sollten so sein wie Männer. Nun, diese Theorie der Milieubedingtheit ist weitergegangen. Sie war zunächst einmal eine fortschrittliche Theorie. Sie war die Theorie des fortschrittlichen Bürgertums. Aber sie ist eben heute bei den Behavioristen doch etwas sehr anderes geworden. Nämlich, sie ist geworden zu einer Theorie der Manipulation. Und hier liegt der Unterschied zu den älteren Theorien. Die älteren Theorien haben gesagt, ja, der Mensch ist ein Reflex der Gesellschaft. Die Behavioristen heute sagen, die reden gar nicht von Gesellschaft, sondern die sagen einfach, du kannst jeden Menschen manipulieren, wenn du nur die richtigen Belohnungen im Kopf hast und das richtig machst. Und damit passen sie natürlich sehr in die heutige Zeit, wo der Mensch eben nicht mehr aufgrund von Gehorsam und Unterordnung unter die Autorität gelenkt wird, sondern durch Manipulation, von der er gar nicht weiß, dass er manipuliert wird. Nun noch ein Stückchen näher noch ans Thema heran, Professor Fromm, über die biologische sinnvolle Aggression können wir uns, glaube ich, ziemlich kurz fassen. Wenn wir nun mal andeuten wollen, worin liegt denn eigentlich Sinn von Aggression? Zunächst einmal glaube ich, eine wichtige Bedeutung liegt in der Fähigkeit zur Selbsterhaltung. Ohne Aggression gäbe es das nicht. Der Verteidigung beispielsweise, die eine andere Form von Aggression ist. Ja,
Ich glaube, hier muss man auf den springenden Punkt, oder kommen Sie auf den springenden Punkt, der meinen eigenen Gedanken von denen sowohl von Lorenz wie von Skinner und den Behavioristen unterscheidet. Nämlich, dass es ein Fehler ist, von der Aggression zu sprechen und darunter Tatbestände ganz verschiedener und sogar entgegengesetzter Art zusammenzufassen. Mhm. Und ich mache den Unterschied, und ich glaube, diesen Unterschied muss man machen, zwischen einer defensiven Aggression, das heißt eine Aggression, die zur Verteidigung dient und die man eine gutartige, dem das Leben fördernde Aggression nennen kann, und einer bösartigen Aggression, die gar nicht dem Leben dient, die nicht der Verteidigung dient, sondern wo zerstört und gequält wird aus Freude an dem Quälen, aus Freude an der Zerstörung. Und diese bösartige Aggression, die findet man allerdings nur beim Menschen, der das einzige Tier ist, wie Sie am Anfang gesagt haben, das Freude am Töten und Quälen findet. Dann wäre aber doch die Frage zu stellen, woher kommt das nun eigentlich? Ist auch das ein Trieb, ein anderer, nachdem man schon von so vielen Trieben im Menschen spricht? Ist das nur ein neuer Trieb oder ist es vielmehr ein Potenzial, eine menschliche Möglichkeit? Aber wie hat die sich entwickeln können? Nun, ich glaube, das ist nicht ein Trieb und das kann man beweisen. Denn von einem Trieb wird man ja verlangen, muss man verlangen, dass er gehirnmäßig eingebaut ist, erstens. Das ist neurophysiologisch gesehen. Mhm. Und zweitens einmal, dass er allgemein ist. Das heißt, dass er sich mehr oder weniger bei allen Menschen findet. Nun, vom Stand der Gehirnwissenschaft sind die zwei typischen Fälle der bösartigen Aggression nicht im Gehirnprozess eingebaut. Dafür gibt es nicht eine besondere Struktur im Gehirn, wie das für die defensive Aggression der Fall ist. Und zweitens einmal sind sie eben nicht allgemein. Es gibt Menschen und es gibt Gruppen, und das weiß ja jeder Mensch, von denen man sagt, das ist ein sadistischer Mensch, das ist ein destruktiver, zerstörerischer Mensch, und ein anderer ist ein freundlicher, liebevoller, dem Leben zugewandter, hilfreicher Mensch. Das sind zwei Menschentypen, die natürlich nicht immer ganz rein voneinander unterschieden sind. Jeder Mensch ist eine Mischung, aber es kommt ja immer in der Wirklichkeit auf die Grade der zwei Elemente der Mischung an. Und jeder Laie, der hat in seiner Erfahrung, hat die Erfahrung gemacht, dass er eben Menschen kennt, die er charakterisiert als zerstörerisch oder sadistisch, und andere, von denen er weiß, dem kann man trauen, der meint es gut. Das sind Fragen verschiedener Charaktere und nicht Fragen von Trieben. Und hier ist der erste Anruf. Ich möchte den Autor fragen, ob er glaubt, dass die Aggressionen und die besonders starken Destruktionstriebe von uns Menschen vielleicht damit zusammenhängen, dass wir besonders intelligent sind, dass das praktisch die Schattenseiten unserer Intelligenz sind. Ja, ich möchte sagen, ich stimme Ihnen zu. Ich würde vielleicht nicht sagen, das Wort besonders intelligent sind gebrauchen, sondern würde unterscheiden zwischen reiner Intelligenz und Vernunft. Wir sind hochintelligent, wenn man unter Intelligenz versteht die manipulierende Intelligenz, die sehr geschickt ist, das Denken zu benutzen, um bestimmte Ziele zu erreichen, was auch schon beim Schimpansen sehr deutlich ist. Der Mensch kann das noch mehr. Vernunft aber ist etwas anderes. Vernunft ist nicht gerichtet aufs Manipulieren der Dinge, sondern auf das Erkennen und Verstehen der Dinge. Und Vernunft hat auch damit zu tun, dass die Intelligenz oder sagen wir mal kurz das Gehirn nicht vom Herzen getrennt sind. Und ich glaube allerdings, dass die heutige Aggressivität sehr viel damit zu tun hat, dass wir rein gehirnmäßig vorgehen und wenig fühlen und nur denken, um etwas zu bekommen und zu erlangen und nicht um zu verstehen. Versuchen wir es nochmal ein Stückchen klarer zu machen und gewissermaßen zu resümieren. Bisher wurde also gesagt, es gibt eine unbezweifelbare, sinnvolle, biologisch zweckmäßige Aggression, die alle Lebewesen, aber speziell auch den Menschen, zum Überleben befähigt. Dazu gehört auch die Aggression, die notwendig ist, um sich die notwendige Nahrung zu besorgen, sowohl bei den Tieren als beim Menschen. Ja. Lässt sich wahrscheinlich auch im geistigen Bereich weiterverfolgen. Ohne ein Aggressionspotenzial im Menschen könnte man auch große Projekte wahrscheinlich nicht angehen. Man müsste ja, muss ja doch diese Aktivitäten aus sich entfalten. Kann es nicht sein, dass es hier um eine Sublimierung dieses im Grunde rein biologisch orientierten Triebes geht? Ja,
Erstens einmal möchte ich sagen, Sublimierung ist überhaupt ein, für mein Gefühl, vager Begriff, den Freud in die Debatte gebracht hat. Und ich glaube eigentlich nicht, dass es so etwas gibt wie Sublimierung. Aber das würde zu weit führen. Ja. Aber ich glaube, ganz abgesehen davon, dass die Aggressivität, die zu einem Projekt gehört, etwas, die dazu gehört, etwas durchzuführen, etwas zu erreichen, dass die nicht eine gemeinsame Wurzel haben kann mit dem, was dazu gehört, etwas zu zerstören. Das sind zwei entgegengesetzte Qualitäten. Und ich glaube, ganz allgemein gesehen kann man nicht etwas erklären aus zwei ganz verschiedenen Quellen. Nun sind wir schon bei der Destruktivität und Sie hatten vorhin schon ein Merkmal für Destruktivität genannt, eine Manifestation, eine Erscheinungsform von Destruktivität, das ist der Sadismus. Die Lust an der Unterwerfung eines anderen, an der Beherrschung eines anderen. Gibt es das denn nicht auch im Tier, im Tierbereich? Nein, es gibt nach übereinstimmender Meinung der Tierforscher Sadismus in diesem Sinn im Tierreich nicht. Also auch die Katze, die mit einer Maus spielt, und wir Menschen nehmen oft an, dass sie sie quält, dass sie Freude hat an dem Zucken dieser Maus, an der Todesangst der Maus, also vermenschlichende Begriffe. Das wäre also nach der Feststellung der Verhaltensforscher kein Sadismus. Ja, die Verhaltensforscher krümmern sich ja nicht darum, denn für die spielt ja nur eine Rolle, nicht die Qualität, sondern nur die Tatsache, da ist etwas Zerstörerisches. Die kümmern sich um solche Fragen gar nicht. Mhm. Aber Herr Konrad Lorenz ist doch sehr rasch bei der Hand, wenn es also um die Übertragung von menschlichen Begriffen auf die Tierwelt geht. Genau, wir projizieren unseren eigenen Sadismus in die Katze. Denn für die Katze ist die Maus etwas, was sich bewegt. Und ob das nun ein Knäuel von Fäden ist oder von Wolle ist oder was immer, die Katze spielt damit, übt sich, praktiziert, aber dass sie eine Lust am Quälen hat, das tragen wir in die Katze hinein. Denn wenn ein Mensch das tut, dann hat er sie, aber viele Menschen würden es eben auch nicht tun. Ja, woher kommt da, wie ist es zu erklären, dass manche Menschen Sadisten sind, wie man sie leichtfertig abstempelt, oder zumindest in sich sadistische Neigungen nicht bloß verspüren, sondern sie auch ausleben, ausagieren? Nun, die Ursachen der sadistischen Triebe, die sind natürlich nicht in Kürze leicht darzustellen. Aber ich will doch versuchen, ganz kurz dieses zu sagen. Soweit ich das in meinen empirischen und klinischen Beobachtungen festgestellt habe, kann man finden, dass die Leidenschaft, die Gier, wenn Sie so wollen, einen anderen Menschen ganz zu kontrollieren, ganz zum eigenen Objekt zu machen, sozusagen zum Gott des anderen Menschen zu werden, dass die verwurzelt ist letzten Endes in der eigenen Ohnmacht, in der eigenen Impotenz, jetzt meine ich es nicht sexuell gesehen, ja, in dem eigenen Verkrüppeltsein, in dem Gefühl, ich kann ja nichts bewegen, ich kann ja nichts schaffen. Und dass sich dieser sich ohnmächtig fühlende Mensch dieses schmerzhafte, ungeheuer schmerzhafte Gefühl dadurch kompensiert oder vor sich verhüllt, dass er sich dem Schwächeren gegenüber zum Mächtigen macht. Und man darf ja nicht vergessen, das Objekt des Sadisten ist immer nur der Hilflose, niemals der Starke. Sie haben in diesem Zusammenhang geschrieben, und ich finde das eine sehr anschauliche Formulierung, die es klar macht, was hier gemeint ist. Der Sadismus, so schreiben Sie, ist die Verwandlung der Ohnmacht in das Erlebnis der Allmacht. Er ist die Religion der seelischen Krüppel. Ja. Nun, interessant nun, dass Sie aus Ihren Beobachtungen über den sadistischen Charakter noch andere Züge festgestellt haben, die man normalerweise so im Sprachgebrauch nicht mit dem Sadisten verbindet. Sie schreiben nämlich, der sadistische Charakter sei gewöhnlich xenophobisch, das heißt also Fremden, allem Fremden gegenüber feindlich und scheu eingestellt, und er sei neophobisch, das heißt auch feindlich und zurückhaltend allem Neuen gegenüber, aller Veränderung gegenüber. Und das sind nun also sehr wichtige Züge, glaube ich, am sadistischen Charakter. Ja, und ich glaube, sie erklären sich aus derselben Quelle, die ich eben schon berührt habe. Nämlich der sadistische Charakter ist der Charakter, der hilflos ist, der dem Leben gegenüber ganz passiv gegenübersteht, der ganz unschöpferisch und unproduktiv ist. Und deshalb hat er Angst vor dem Leben. Deshalb hat er Angst vor dem Fremden. Deshalb hat er Angst vor dem Neuen. Und
Wenn Sie genau hinsehen, ist ja das Leben immer neu und das Leben ist auch nie dasselbe. Der andere Mensch ist auch in gewisser Weise ein Fremder allerdings, den man erkennen kann, zu dem man eine Brücke schlagen kann. Mhm. Der Sadist will das Leben ganz kontrollieren, deshalb ist er gewöhnlich pedantisch, äußerst bürokratisch. Er will das Leben in kleine Stücke schneiden und die kontrolliert er und da ist er Herr. Sie nennen das auch den hortenden Charakter. Ja, und das ist schon eine Entdeckung von Freud, dass der hortende Charakter, der Geizhals, der Mensch, der alles zusammenhalten muss und nichts geben will, dass dieser Typ Mensch gleichzeitig auch ein sadistischer Mensch ist. Mhm. Kann es nicht sein, dass diese defensive Aggression durch ständige Frustration zur offensiven Aggression werden kann? Ja, ich glaube sehr, dass das so ist. Die Frustration, die ständige Frustration... Das heißt, die ständige Versagung von Wünschen. Die Versagung von Wünschen, die kann zur Aggression führen. Und das ist eine Theorie, die in Amerika besonders außerordentlich populär war, dass alle Aggressionen das Resultat ist von Versagungen. Mhm. Aber man muss diese Theorie etwas qualifizieren. Es hängt nämlich vom Charakter des Menschen ab, was von ihm als Versagung empfunden wird. Sagen wir mal, ein sehr gieriger Mensch, der empfindet als eine Versagung alles, was er nicht bekommt, wenn er etwas wünscht. Das heißt, er kann gar nicht aushalten, dass er wünscht sich nämlich alles, er will alles haben und wenn er einmal nichts bekommt, dann ist er schwer getroffen. Mhm. Der nicht gierige Mensch, der empfindet eben, wenn er etwas nicht kriegt, was er haben will, das nicht als große Versagung. Er sagt eben dann eben nicht. Ja, es gibt teilweise, das war auch die Frage dieser Hörerin, wenn ich es richtig verstanden habe, einen positiven Aspekt auch der offensiven Aggression, denn schließlich muss ja auch das Kind lernen, sich zu behaupten und der Trotz des Kindes, Trotzphasen, haben wahrscheinlich doch den Sinn, die eigenen Grenzen einmal kennenzulernen, abzustecken, wo die eigenen Wünsche, Triebe, Wollungen an den Existenzbereich der anderen stoßen. Das ist sehr sinnvoll. Nur der gehemmte Mensch, der hat ja gerade Schwierigkeiten, dieses sinnvolle Maß von Aggression, ohne dass eine Lebenstechnik wahrscheinlich gar nicht zu entwickeln ist, in sich zu oder aus sich heraus zu entfalten. Und das lässt ihn wahrscheinlich dann auch gelegentlich Zuflucht suchen in allen möglichen Abartigkeiten der Entfaltung. Ja, ich glaube, das ist vollkommen richtig. Aber ein anderer Begriff gehört noch zum Sadismus dazu, ein Parallelbegriff, der bei Ihnen eine ganz große Rolle spielt und der zunächst einmal beim ersten Hören sehr missverständlich ist. Ich nenne ihn mal gerade so, er heißt Nekrophilie. Und wer schon mal irgendwas davon gehört hat oder so eine gewisse Vorstellung mit diesem Begriff verbindet, der denkt wahrscheinlich, wie ich es zunächst mal tat, an eine mehr sexuelle Perversion, die von Kriminologen öfters beschrieben wird, nämlich die Philie, also die Liebe zu Toten. Ja. Aber Sie meinen das in einem sehr viel umfassenderen und sehr viel weiterführenden Sinn. Ja, zum ersten Mal ist tatsächlich dieser Begriff Nekrophilie nicht in dem konventionellen, üblichen Sinn, den Sie eben erwähnt haben, gebraucht worden von dem spanischen Philosophen Unamuno. Das war 1936 während des spanischen Bürgerkrieges. Und das war eine Gelegenheit, bei der einer der Führer der Phalangisten das Motto ausrief, es lebe der Tod. Und da sagte Unamuno, dieses ist ein verrücktes und perverses Wort, es lebe der Tod. Und das ist allerdings diese Liebe zum Toten, zum Verfaulten, zum Verfallenden, zum Kranken, diese Anziehung dazu. Das findet man eben nicht nur in den Formen der sexuellen Perversion oder auch in den Formen, in der die Kriminalliteratur uns vieles berichtet, nämlich von Menschen, die irgendwie mit Leichen zu tun haben wollen, sondern das findet man eben auch charakterologisch. Sie finden Menschen, nicht die Mehrheit, aber doch einen nicht so ganz unwichtigen Prozentsatz, die tatsächlich eine tiefe Affinität haben, eine Freude haben, eine Beziehung haben, einen Wunsch haben, sich mit dem Toten und Leblosen, dem Verfaulten, sich mit dem nahe zu sein und schließlich mit dem nur Mechanischen und nicht mehr Lebendigen. Ich möchte auch so sagen, diese Zerstörungsgier, die Nekrophilie,
Die geht letzten Endes darauf hinaus, lebendige Zusammenhänge zu zerreißen, das Lebendige zu zerstückeln. Und das nicht nur im Körperlichen, sondern auch im Seelischen, im Geistigen. Und schließlich läuft es auf die Liebe zum rein Mechanischen heraus, in dem natürliche Zusammenhänge überhaupt nicht mehr erlebt werden oder sogar gehasst werden. Gleich die beiden nächsten Anrufe, bitte. Ich hätte eine Frage an Herrn Fromm wegen der Destruktivität. Und zwar, wenn die behavioristische Methode oder Theorie davon ausgeht, dass die Aggression oder der Destruktionssinn erlernt wird auf die Dauer, wieso es dann zu erklären ist, dass bereits bei Kleinstkindern oder Kleinkindern mit gerichteter Motorik schon Aggressionen zum Vorschein kommen können? Die geistigen Fähigkeiten, das ist die Erkenntniskraft und freier Wille. Wenn die Erkenntniskraft ausgerichtet ist auf das Wahre, ist der freie Wille ausgerichtet auf das Gute. Meines Erachtens ist es Aufgabe der Philosophie, Psychologie, der Soziologie, auch die Mission der Religion, die Menschen hinzuführen zum rechten Gebrauch der Freiheit, bei all den Grausamkeiten, die sich Menschen gegenseitig antun können. Ja, Herr Professor Fromm. Ja, nun, wenn ich mit der zweiten Frage anfangen darf. Ich stimme mit dem Fragesteller ganz überein. Die Frage ist nur, wie man sie dazu hinführt. Die Behavioristen sagen, die führt man dazu hin, indem man sie ständig sozusagen damit besticht, durch Belohnungen und eventuell Strafen das Gute zu tun. Das allerdings, glaube ich, ist ein verkehrter Weg. Hier liegt nicht ein anderes Problem daran in der Definition, nämlich was nun eigentlich das Wahre und was das Gute sei. Gut für wen? Gut unter welchem Gesichtspunkt? Gut aus welcher Grundeinstellung heraus? Ja, nun, das ist natürlich eine der Grundfragen. Ich würde sagen, letzten Endes würde ich definieren das Gute als das Lebendige, als das Lebensfördernde und das Schlechte als das Lebenszerstörende und Lebenhindernde. Albert Schweitzer hat mit seinem Thema, mit seiner Definition der Verehrung oder des Respektes vor dem Leben eine sehr ähnliche Formulierung gewählt. Aber natürlich ist das eine Frage der religiösen und philosophischen Haltung, wie man das Gute definiert. Nun, zu der ersten Frage. Ja, das ist natürlich eine Frage, die darauf hinweist, auf die Lücken der behavioristischen Theorie. Denn das kann man eben, wie der Fragesteller richtig gesagt hat, das ist ja eben noch nicht bedingt durch Belohnungen, sondern das zeigt gewisse konstitutionelle Faktoren, die man eben schon, die das Kind schon zeigt bei seiner Geburt, wie überhaupt die Behavioristen die Vorstellung haben, dass das Kind geboren wird, eigentlich als ein leeres, ungeschriebenes Blatt, auf die dann die Gesellschaft mit ihren Belohnungen den Text schreibt. So ist es aber eben nicht. Ich will trotzdem mal versuchen, auf kurze Strecke in die Argumentationsweise eines Verhaltenspsychologen hineinzusteigen. Das Kind, das also aus biologischen Gründen ab und zu mal schreit, weil ihm unwohl ist, dem Kleinstkind, das merkt, das Schreien hat Erfolg, bei sehr vielen Eltern jedenfalls Erfolg. Da kommt die Mutter besorgt und wendet sich dem Kind zu, das ist ihm angenehm. Und so kann es also langsam erlernen, dass durch das Ausagieren seines Schreins oder auch das Schreien ohne biologischen Grund etwas für ihn, für es Positives geschieht. Die Mutter kommt. Und so lernt es also, ist auch eine Form von Aggression, einfach mal seiner Unlust laut zu geben mit der Hoffnung, dass der Erfolg eintritt, nämlich Mutti kommt. Das ist wie im Automaten. Man schmeißt etwas hinein, eine Mark rein, heutzutage 2 Mark und da kommt unten eine Schachtel Zigaretten raus. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich der Einfluss der Umwelt schon sehr früh stattfindet und zwar zu einer Zeit, wo das Kind noch nicht spricht und alles das. Aber ich möchte doch zwei Dinge sagen. Einmal, wenn die Mutter das Kind schreien lässt und es nicht belohnt, dann werden die Kinder sehr häufig ganz genauso aggressiv, als wenn die Mutter sie belohnt hat. Und dann fällt diese Argumentation weg. Das heißt, dann hat es eben nicht gelernt, dass das Schreien zu was führt und trotzdem schreit es. Und dann kommt man eben wieder zur Frage des Temperaments. Nämlich,
dass man, auch wenn man sich Fälle nimmt, wo gar kein besonderes, wo das Verhalten der Mutter so oder so ist, sich trotzdem eine konstitutionelle Aggressivität durchsetzt, die zunächst einmal nicht feindlich sein braucht oder zerstörerisch sein braucht, sondern nur zeigt, das sieht man schon an den Bewegungen des Kleinkindes. Dieses Kind ist energischer, es setzt sich mehr durch, es macht seine Wünsche deutlich mehr erkennen, bevor es überhaupt noch erlebt hat, dass die Mutter auf sein Schreien so oder so antwortet. Mhm. Nun, wir wollen es gleich unternehmen, einmal das, was gesagt wurde über Sadismus und über den umfassenden Begriff Nekrophilie, ein wenig deutlich zu machen, gerade durch die Beispiele, die Erich Fromm in seinem Buch gibt, analysiert Josef Stalin beispielsweise, Heinrich Himmler, aber auch Adolf Hitler, ein hinreißendes Kapitel, wenn man das überhaupt so sagen darf, bei dem Gegenstand, der hier verhandelt wird. Jedenfalls an diesen Analysen von Persönlichkeiten der jüngsten Geschichte wird besonders eindrucksvoll gezeigt, was diese Begriffe meinen und wie sie sich in einer konkreten Persönlichkeit manifestieren können. Zunächst aber ein weiterer Anruf, bitte. Raimund Schick aus Baumholder. Ich glaube, die alten Griechen schon versuchten, den Menschen durch ihre vier Temperamente zu erfassen und auch seine Verhaltensweise daraus zu erklären. Heute hat man ja erkannt, dass die Verhaltensweisen der Menschen bedeutend vielfältiger sind. Das kommt auch in einer Abhandlung im Bild der Wissenschaft zum Vorschein, in dem Ihre Theorie, Herr Professor, der Lorenzschen Theorie gegenübergestellt wird. Aber unsere Gesellschaft fordert doch den normalen Menschen, der sich den Forderungen dieser unserer Gesellschaft unterwirft. Kann man überhaupt sagen, was das Normale ist? Oder ist vielleicht, wie Müller-Freienfeld schon vor Jahren schrieb, der normale Bürger ein Mensch, dem die Kraft zu einem starken Rhythmus fehlt? Oder anders gefragt, gibt es nicht auch eine Pathologie des Normalen? Und Sie erwähnen das in Ihrem Buch mehrmals. Ja, ich muss dazu antworten. Ich glaube eben, normal wird in zwei Sinnen gebraucht, wie auch das Wort Norm in zwei Sinnen, in zwei Weisen gebraucht wird. Norm als das Wünschenswerte und Norm als das Durchschnittliche, als das Übliche, das, was gewöhnlich ist. Mhm. Und ich glaube allerdings, das, was die Norm im Sinne des Wünschbaren ist, ist sehr oft das Gegenteil als das, was die Norm ist im Sinne der Majorität, im Sinne dessen, was in einer bestimmten Gesellschaft bezweckt wird. Und ich glaube eben, die Norm, für die die volle Entfaltung des Menschen, die Entfaltung seiner Vernunft, seiner Liebe, seiner inneren Unabhängigkeit und Stärke, wo diese Norm das oberste Prinzip ist, die steht allerdings im Gegensatz, im schroffen Gegensatz zu dem, was heute zur Norm gemacht wird, auch zur Norm sogar im Sinne des Wünschenswerten, nämlich wo der Mensch in erster Linie auf seinen Eigennutz aus ist, mit den anderen gegenüber misstrauisch ist, nicht teilt und nicht sich solidarisch fühlt, sondern auf sich aus ist und die anderen Menschen zum Mittel und sogar sich selbst gebraucht, zum Mittel seiner eigenen Verwertung sozusagen. Und dann bestünde also die Pathologie des Normalen darin, dass sich einer Normen anpasst, einer Umwelt, die im Grunde krankmachend oder jedenfalls nicht wünschenswert sind. Genau. Und das hier ist eben nicht die Wurzel der Pathologie so sehr die Kindheit als die Gesellschaft. Ja. Nur merkt es eben der Einzelbetroffene deswegen schon nicht, weil die rings um ihn befindliche Gesellschaft und seine Umwelt, die ja in den gleichen Phänomenen leidet, den gleichen Symptomen leidet, den gleichen Ursachen leidet, muss man richtiger sagen, nun das unauffällig macht, nicht? Genau. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Wells im Lande der Blinden, wo ein Mensch, der sehend wird von sehend ist, der sich dahin verschlagen hat, die sind alle von Geburt aus blind, von den Ärzten als schwer krank diagnostiziert wird, weil er da was im Gesicht hat, was doch nicht in Ordnung ist. Ja nun, wir hatten vorhin angekündigt, wir wollten es gemeinsam unternehmen und die Hauptlast der Erklärung liegt natürlich bei Ihnen, Herr Professor Fromm, wie denn etwa bei einer Figur wie Himmler oder Hitler sich hervorstechende Charakterzüge des nekrophilen Charakters nun zeigen. Ja, also bei Himmler des sadistischen Charakters. Ja. Ja, nun, da zeigen, er ist ein klassischer Fall. Himmler war ein, das sieht man genauer seiner Geschichte, und ich habe das im Einzelnen die Daten in dem Buch gebracht. Das war ein schwacher Mensch, ein Mensch ohne Willen. Er wusste das zum Teil auch von sich. Ein schwächlicher Mensch, der
der von den Mitschülern im Turnunterricht lächerlich gemacht wurde, weil er sogar körperlich so ungeschickt und schwach war, der immer kränklich war. Auch im Schatten seines Bruders stand. Der im Schatten seines Bruders stand, der anziehender, mutiger, erfolgreicher Mensch war, wenigstens bis damals. Und er hatte ein tiefes Erlebnis seiner eigenen Ohnmacht, seiner eigenen Impotenz, hat es aber kompensiert durch eine glühende Passion, alle Menschen zu beherrschen. Und das Interessante am Fall Himmler ist, dass er das schon gezeigt hat, lange bevor er zur Macht kam. Er hat als junger Mensch schon in den Anfang 20ern hat er schon seine Eltern und seinen Bruder so beherrscht, dass er faktisch zum Leiter der Familie wurde, und er hat schon solche Drohungen ausgestoßen, wenn man ihm nicht zu Willen war, wie er sich später als SS-Chef nicht nur ausgestoßen, sondern verwirklicht hat. Es ist derselbe Mensch mit demselben Charakter, der nur dann die historische Situation gefunden hat, wo er das auf einem immensen Panorama verwirklichen konnte, was ohne diese historische Situation ein Familiendrama gewesen wäre. Und sehr ähnliche Züge nun, nämlich die Unfähigkeit, sich auf eine angemessene Art und Weise mit den normalen Anforderungen des Lebens auseinanderzusetzen, zeigt ja auch die frühe Biografie Hitlers, etwa in seiner Jugendzeit, aber auch dann in seiner Ausbildungszeit, eine Zeit der Aneinanderreihung von Versagenssituationen. Ja, nun, Hitler ist viel mehr als Himmler ein Beispiel der Nekrophilie. Denn Hitler war auch ein Sadist. Aber das heißt ein Mensch, der kontrollieren wollte, der unterwerfen wollte. Das ist ja sehr klar aus seiner Geschichte. Aber bei Hitler kommt etwas dazu, was vielleicht doch das Allerwesentlichste seines Charakters ausmacht. Der tiefe Wunsch zu zerstören, der Hass gegen das Leben. Man sieht ja das, man kann sagen, ja, Hitler hatte Juden gehasst, ist natürlich richtig. Aber Hitler hat auch die Franzosen gehasst, aber Hitler hat auch die Deutschen gehasst. Denn er hat schon 1942 gesagt, ja, wenn die Deutschen den Krieg verlieren, dann müssen sie, ist eben ihr Schicksal, unterzugehen. Er hat dann vor Ende des Krieges angeordnet, alles zu zerstören, was die westlichen Eroberer vorfinden könnten. Und damit Licht, Wasser, Nahrung, alles, damit 100.000 Millionen Menschen zum Sterben verurteilt. Und Speer und ein paar andere Leute haben das dann verhindert. Und er hat schließlich in seinem eigenen Tod und in dem Tod seiner dann Frau und in der ganzen Szene im Bunker, er hat schließlich eine Orgie des Zerstörens losgelassen. Und er war eben ein Mensch, der letzten Endes auf die Zerstörung, nicht auf den Aufbau aus war. Und man kann das in seiner Karriere sehen. Er hat das Leben gehasst, weil er im Grunde genommen, wie alle Nekrophilen, er unfähig war zu leben. Er hatte überhaupt keine Beziehung. Er war überhaupt kein Mensch der Freude. Er war völlig unbezogen. Der Sadist ist immerhin noch bezogen in gewisser Weise auf sein Opfer. Auf seinen gequälten Partner. Genau, aber der Nekrophile wie Hitler ist völlig unbezogen. Mhm. Und das zeigen auch alle Berichte von ihm, von Menschen, die ihn gekannt haben. Wer also mit dieser knappen Form der Schilderung Hitlers als klassischem Fall eines Nekrophilen nicht einverstanden ist, der erfährt sehr viel mehr darüber, sehr viel Ausführlicheres darüber in dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität, übrigens erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Dort findet sich ein ausführliches Kapitel, das die Thesen, die Erkenntnisse von Erich Fromm in einer recht überzeugenden Art und Weise gerade auf die Biografie Adolf Hitlers anwendet. Bitte die beiden nächsten Anrufe. Ich habe noch eine Frage zur tierischen Aggression. Es gibt doch bei den Insekten, ich glaube, es ist eine Heuschreckenart, ein Weibchen, das das Männchen nach der Kopulation frisst. Aber das ist doch auch kein sinnvolles Verhalten. Das wäre doch auch ein reiner Sadismus. Ich hätte gern von Herrn Professor Fromm eine Definition seines Begriffes Charakter. Es klang ja eben durch, dass er das als eine angeborene Disposition ansieht. Nun muss man aber doch wohl so sagen, dass die Gene diesem Kind, das mit dieser angeborenen Disposition zur Welt kommt, von Eltern vererbt werden, die ihrerseits wahrscheinlich auch diesen Charakter haben. Und liegt da nicht eben ein Teufelskreis drin, dass solche Eltern mit diesem destruktiven Charakter
dieses Kind mit dieser Anlage erziehen müssen. Also ist doch Charakter wahrscheinlich, wenn man in Zahlen abwägen soll, zur Hälfte angeboren und zur Hälfte eben ausgeprägt durch die Umwelt. Ja, nun, vielleicht darf ich zunächst zur ersten Frage antworten. Was die Dame gefragt hat, ist vollkommen richtig. Ich hätte exakter sein sollen und sagen sollen, was ich hier über Destruktivität, bösartige Aggression gesagt habe, gilt für die Säugetiere. Es gibt unter Fischen und Insekten eine ganze Reihe von Fällen, in denen man ein zerstörendes Verhalten sieht, was von unserem Standpunkt aus ganz sinnlos ist, was natürlich biologisch sich aus bestimmten Gründen entwickelt haben muss. Das aber als Sadismus zu bezeichnen oder auch als Zerstörungslust, da wäre ich nun schon vorsichtiger rein, sprachmäßig gesehen, denn da tragen wir schon Gefühle in ein Insekt herein. Man weiß eben nicht, was das Heuschreckenweibchen empfindet, ob genau, es Lust ist, nicht? Genau, und wir müssen ja bedenken, das Fühlen ist so vollkommen gebunden an die Struktur des Gehirns, an die Eigenart und Komplexität des Gehirns, dass eben, was mit einem Heuschreckengehirn empfunden wird, davon haben wir tatsächlich sehr wenig Ahnung. Aber immerhin, also nur der Korrektheit willen, muss man sagen, solche Akte, was ich da gesagt habe, bezieht sich auf die Säugetiere. Nun, die zweite Frage ist eine ganz wesentliche Frage. Und ich stimme mit dem, was die Fragerin gesagt hat, vollkommen überein. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Temperament und Charakter. Und sagen, Temperament sind die seelischen Züge, die angeboren vorliegen, die genetisch verwurzelt sind. Und da haben die neueren Temperamentsforscher auch dem, was die Griechen gesagt haben, die ein Herr schon vorher erwähnt hat, nicht sehr viel hinzugefügt. Also Temperament ist eine Sache und sie ist angeboren. Also zum Beispiel ein cholerisches Temperament, ein sanguinisches Temperament und so weiter und so weiter. Ja. Aber der Charakter ist nicht angeboren. Der Charakter ist ein Resultat von zwei Einflüssen, nämlich von bestimmten für den Menschen typischen seelischen Notwendigkeiten oder, wenn Sie so wollen, Trieben, aber nicht im instinktiven Sinn, sondern seelische Notwendigkeiten und den Umweltverhältnissen. Ich möchte vielleicht nur, damit es nicht vollkommen mysteriös klingt, ein Beispiel geben. Mhm. Es liegt in der menschlichen Existenz begründet, dass der Mensch die Notwendigkeit hat, etwas zu bewegen, eine Wirkung zu haben, einen Effekt zu haben, dass er sich nicht erlebt als ein Stückchen Staub, was überhaupt nichts vollbringt. Nun, diese Notwendigkeit ist eine psychische Notwendigkeit, wie sie sich aus der menschlichen Existenz ergibt. Warum, das kann ich jetzt nicht erklären, darüber habe ich ziemlich lange in meinem Buch geschrieben. Mhm. Aber diese Möglichkeit oder diese Notwendigkeit kann in verschiedener Weise erfüllt werden. Ich kann meine Notwendigkeit oder meinen Wunsch, etwas zu bewegen, einen Einfluss zu haben, erfüllen durch Liebe oder ich kann ihn erfüllen durch Sadismus. Mhm. Der liebende Mensch hat einen Einfluss auf andere. Er fühlt, dass sie auf ihn reagieren, dass sie ihm nicht entfernt bleiben. Der sadistische Mensch zwingt andere Menschen, auf ihn zu reagieren. Also, es gibt eben bei Menschen, und das habe ich in viel weiterer Weise systematisch gezeigt, es gibt eben bei Menschen gewisse Notwendigkeiten, seelische Notwendigkeiten, die sich aus seiner menschlichen Situation ergeben. Aber diese seelischen Notwendigkeiten können befriedigt werden durch in verschiedener Weise. Und diese verschiedenen Weisen, das stellen dar die spezifisch menschlichen Leidenschaften. Und der Charakter ist ein System, eine Struktur dieser Leidenschaften, die bei jedem Menschen relativ permanent, relativ dauernd ist und in ganz bestimmter Weise strukturiert ist. Mhm. Nun darf diese Vorprägung wahrscheinlich nicht so verstanden werden, dass ein Sadist nun gar nicht anders kann, als sadistisch zu sein und zu handeln. Und damit ist er bis zu einem gewissen Grad auch exkulpiert. Das heißt, man kann ihm nichts vorwerfen. Er kann hinweisen darauf, nun so bin ich eben, so bin ich ausgestattet. Nein, genau. Niemand ist als Sadist geboren. Man kann sagen, ein Mensch ist geboren mit gewissen Dispositionen und Neigungen, wo vielleicht der eine etwas mehr
inkliniert ist, geneigt ist, den einen Charakter zu entwickeln als den anderen, aber niemals determiniert ist. Es ist ein, wie die Dame gesagt hat, es ist ein Zusammenwirken von genetischen und Umweltumflüssen, aber ich würde nicht sagen 50-50, sondern ich glaube, dass der Einfluss der Umwelt ist weitaus größer. Und außerdem liegt noch eins vor. Wo man lebt, in welcher Gesellschaft oder in welcher Gruppe man lebt, das hat selbst einen großen Einfluss darauf, ob der eigene Sadismus sozusagen gefüttert und genährt wird oder ob er nicht gefüttert wird und damit langsam austrocknet. Ein sadistischer Mensch, dafür gibt es viele Beispiele, der in einer Gruppe lebt, in der die vorherrschende Stimmung eine der Solidarität und der Menschenfreundlichkeit ist, ja, der wird langsam seinen Sadismus zwar nicht verlieren, aber ich gebrauche dieses Bild, der trocknet aus, weil er überhaupt keinen Boden findet, weil er überhaupt keinen Widerhall findet. Und er wird damit, sagen wir, nur ein nicht mehr virulent sadistischer Mensch. Umgekehrt aber, ein Mensch vielleicht mit geringerer sadistischer Neigung, der in einer sadistischen Gruppe lebt, ja, dessen Sadismus wird dann angefeuert, vermehrt, weil er ständig gefüttert wird. Kann es nicht auch dadurch zu Aggressionen kommen, zu verstärken, dass eine zu nachgiebige Erziehung mit Ausschaltung jeglicher Autorität dem Aggressionstrieb eines Kindes keine Angriffsfläche bietet und ihn so nicht, man könnte sagen, erlöst, das heißt, ihn noch verstärkt? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube schon, dass eine autoritäre Erziehung im altmodischen Sinn für das Kind günstiger war als gewisse moderne Erziehungsmethoden, in denen überhaupt anscheinend keine Norm vorliegt, weil die Autorität ganz anonym geworden ist. Ein Kind konnte gegen die Autorität kämpfen, es konnte seine eigenen Gegenkräfte mobilisieren. Aber wenn die Mutter sagt, du tust, was du willst, nur merkt das Kind an ihrem traurigen Gesicht, dass es gar nicht tun kann, was es will, weil die Mutter dann weint. Ja, dagegen lässt sich gar nicht kämpfen und das ist ein viel schlimmerer Einfluss. Aber das würde nun vielleicht sprechen für die altmodische autoritäre Erziehung. Für die bin ich aber auch nicht. Ich glaube, wir müssen eine neue Form finden. Eine Form finden, wo die Autorität nicht mehr im Befehlen liegt, sondern im echten Vorbild. Und sich ausweist, immer aufs Neue, als echte Autorität. Sich als neue, als echte Autorität ausweisen, genau. Ich habe einmal den Unterschied gemacht zwischen rationaler und irrationaler Autorität. Die rationale Autorität zeigt sich aus durch Kompetenz, durch Nicht-Ausbeutung, durch Nichts-Wollen vom Objekt der Autorität. Während die irrationale Autorität durch Furcht reagiert, aber vor allen Dingen, sie will was, sie will Gehorsam, sie will genießen, dass das Objekt der Autorität bei der Stange bleibt. Und sie will letzten Endes das Objekt schwächer machen. Nun sind wir leider gar nicht dazu gekommen, die Bezüge ihrer verschiedenen neuen Begriffe, wie gerade des Begriffes Nekrophilie, zum Lehrgebäude Sigmund Freuds herzustellen. In ihrem Buch wird das ausführlich dargelegt. Eine gewisse Parallele stellt sich ja heraus zwischen Nekrophilie und dem, was Freud später den Todestrieb genannt hat. Ja, ich könnte ganz kurz sagen, die Parallele ist ganz deutlich und ich bin natürlich sehr angeregt worden durch Freuds Theorie. Da ich sie aber in der Form, in der er sie präsentiert, nicht annehmen konnte, habe ich versucht, andere Wege zu gehen. Aber kurz gesagt ist der Unterschied der, bei Freud ist sowohl die Zerstörungslust als auch die Liebe zum Leben, das ist das Gegenteil der Liebe zum Toten, sind zwei gleichwertige, biologisch gegebene Tendenzen. Während ich glaube, die Liebe zum Leben, zum Lebendigen, ist die primär gegebene biologische Tendenz. Und das die Liebe zum Toten, zur Zerstörung, eine sekundäre Potentialität da ist, die dann eintritt, wenn der Mensch verhindert ist, aus welchen Gründen immer, die primäre Potenz, nämlich die Liebe zum Leben, zu erleben und zu gestalten. Ich möchte sagen, die Destruktivität ist ein Resultat des ungelebten Lebens. Also für mich ist die Nekrophilie etwas Pathologisches, im weitesten Sinn, während sie für Freud biologisch primär ist. Und an diesem Punkt spätestens zeigt sich wohl,
andeutungsweise, dass es in dem Buch von Erich Fromm nicht nur um eine Anatomie der menschlichen Destruktivität geht, sondern auch um das zumindest Andeuten, das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie man Aggressionen bewältigen kann. Mitscherlich sagt, wie man es lernen kann, mit seinen Aggressionen zu leben, sie fruchtbar zu machen, sie gewissermaßen in eine positive Bahn hineinzubekommen. Ist das so annähernd richtig verstanden? Ja. Vielleicht noch ein letztes Zitat aus Ihrem Buch, das als ein gewisses Resümee deutlich macht, wo hinaus Erich Fromm möchte. Die in diesem Buch vertretene Position, so schreibt er, ist die eines rationalen Glaubens an die Fähigkeit des Menschen, sich aus dem scheinbar verhängnisvollen Netz der Umstände, das er selbst geschaffen hat, zu befreien. Es ist die Position all jener, die weder Optimisten noch Pessimisten, sondern Radikale sind, die ihren rationalen Glauben an die Fähigkeit des Menschen haben, der endgültigen Katastrophe entrinnen zu können. Und noch ein weiterer Satz. Dieser humanistische Radikalismus geht an die Wurzeln und damit an die Ursachen. Er versucht, den Menschen von den Ketten seiner Illusionen zu befreien. Er postuliert die Notwendigkeit radikaler Änderungen, und zwar nicht nur unserer ökonomischen und politischen Struktur, sondern auch unserer Werte, unserer Vorstellungen von den Zielen des Menschen und unseres persönlichen Verhaltens. Damit sind wir für heute am Ende. Wir sprachen mit Erich Fromm über sein Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Ich danke Ihnen für heute, fürs Zuhören, und wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit.